Und wir sagen, willkommen unter dem Schirm. Okay. Okay. Bevor wir erstmal anfangen, wir werden über Sex reden. Vielleicht will manche sagen, oh, oh, skandalös, oh, ridiculous. Wenn wir nicht auf Gottes Ebene Sex reden würden, wenn wir zu Krankenhaus gehen, viele Leute den Arzt, wir haben noch einen Arzt hier. Manchmal, Leute gehen zu Arzt, Kinder zu gebären, oder? Zu entbinden. Aber dieser Arzt sieht alles, die du verstehst immer. Oder? Die sehen alles, die sagen, du schuckst, hey, ich schäme mich. Aber jemand sieht alles. Das ist nicht Gott, er ist ein Mensch. Denn wenn wir über das Wort Sex reden, warum schämst du jetzt? Verstehst du mich überhaupt? Sex bedeutet nicht Geschlechtsverkehr. Nein, es bedeutet, ob du Mann oder Frau bist. Es ist nicht so begrenzt mit Geschlechtsverkehr. Unser Problem mit unserer Welt ist, wenn das Wort Sex kommt, die denkt nur Geschlechtsverkehr. Das bin ich hier heute zu löschen. Aus indischer Sprache, wenn du das Wort Sex benutzt, viele Menschen gehen auch kaputt im Kopf, aber du kannst auch sagen, wenn es immer vor, meine Frau ist im Krankenhaus. Die Menschen können auch fragen, what sex does she have? Heißt das, sie hat Sex gemacht im Krankenhaus? Nein, das heißt, was für ein Geschlecht? Für Geschlecht, ja. Das ist, was muss wir verstehen. Weil das Wort Sex, lass uns weitergehen, ich werde euch erklären. Woher kommt dieses Wort? Leute, basta. Ich bin am Predigen. Woher kommt dieses Wort? Wir gehen weiter. Aus dem Lateinischen, die heißen Sexus. Sexus. Ist lateinische Wort. Sexus. Und gehen wir weiter. Vom Denken des Menschen Zustand, männliche oder weibliche zu sein, Geschlecht. Zum Beispiel, viele Menschen sagen sowas, wie ich eben mir ein Beispiel gegeben. Ich möchte nicht, wenn du das Wort Sex hören, dann dein ganz Körper ist vibrieren. Oh, das ist falsch. Als ein Christ, wir brauchen eine Selbstbeherrschung. Lass Wort dich nicht kontrollieren, du sollst Wurzeln kontrollieren. Viele Menschen, wenn die das Wort hören, die kann Menschen umbringen. Das heißt, sie sind krank mit einem Wort. Wenn du nicht ein Wort verstehst, lass das Wort dich nicht leiten. Das Wort Sex ist nicht ein falsches Wort, es ist ein gutes Wort. Aber man muss wirklich verstehen, was das wirklich bedeutet. Gehen wir weiter. Sex bedeutet nicht, nur mit jemandem ins Bett zu gehen. Da muss ja klar. Es bedeutet nicht, ich gehe mit jemandem ins Bett. Das ist Sex. Nein! Es ist mehr als das. Lass uns das Wort Sex nicht begrenzen. Ich gehe weiter. Sex bedeutet nicht, nur Kinder zu haben. Viele Menschen denken, ja, wenn ich Kinder will, du musst Sex machen. Das ist nicht das Ziel von Sex. Es ist auch Teil, das ist nicht der Originalplan, den Gott möchte, dass Menschen verstehen. Gott hat Sex gemacht. Geschaffen. Genauso hat er Augen gegeben. Genauso hat er Sex gemacht. Genauso hast du
uns hier alle hier Mund gegeben, genauso hat er auch Sis gemacht. Er hat das geschaffen. Gehen wir weiter. Die wirkliche tiefe Bedeutung von Sex aus der Bibel bedeutet, was können wir da lesen? Intimität. Intimität und Innigkeit. Hi, Kabayata Sata. Intimität. Deswegen, guck mal, wenn wir das Thema, guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben über Gott erstmal gesprochen. Ich habe nur ein bisschen zu euch gesagt. Wenn wir verstehen, was Intimität bedeutet und Innigkeit bedeutet, wir können auch Gott verstehen. Deswegen, wenn ein Mann eine Frau hat, wenn ein Mann eine Frau hat, was macht dieser Mann? Wenn dieser Mann sieht, dass eine Frau mit anderen Mann, der Mann ist wütend. Warum? Weil er will nicht mit jemand anderem die Sache teilen. Genauso ist Gott. Gott hat gesagt, ich will nicht mehr niemanden, ich will mit niemandem meine Herrlichkeit teilen. Das ist Sex. Das hat Gott gesagt. Stell mal vor, deine Frau vor deinen Augen kusst andere Mann ohne Grund. Du wirst so, so wie dein Augen so sein. Du wirst kämpfen. Genauso ist Gott. Er hat gesagt, er hat das nicht in Dunkelheit gesagt, er hat in Bibel gesagt, ich will nicht meine Herrlichkeit mit niemandem teilen, er gehört zu mir allein. Und manchmal, wenn du mit Gott deine Herrlichkeit teilst, er bringt dich um. Deswegen, wenn ein Mann, manchmal eine Frau, sieht seine Maus, er sieht eine Frau mit anderen Mann, die kann den Mann umbringen. Du musst verstehen. Wir müssen verstehen, dass Sex bedeutet nicht nur körperlich, Sex ist geistlich. Sex ist nicht körperlich. Begrüßt es nicht den Körper, ich spüre den Mann. Das ist nicht mehr Sex, das ist Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr und Sex ist nicht gleich. Es ist ein Teil von das. Junge Leute, wir müssen das verstehen hier. Weil viel von uns hier ist nicht viel, hier ist verheiratet. Viel hier ist verheiratet, aber nicht so viel. Ich möchte, dass wir das verstehen. Lass uns weitergehen. 1. Mose, Kapitel 2, 24. Was hat Gott gesagt? Ein Mann, sein was? Erster Ort. Sein wo? Du musst deine Eltern verlassen, sein muss. Und verbindet was? Sie ist so eng. Mit was? Mit seiner Frau. Okay. Dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Die Seele, die beiden eins sind. Und Jesus hat immer gesagt, ich und mein Vater sind was? Eins. Hast du das überhaupt gehört? Jesus hat immer gesagt, ich mit meinem Vater sind eins. Und hier hatte es der Mose 2, 24 gesagt, ein Mann sollte der Vater und Frau verlassen, die wird auch eins. Das ist Intimität. Und aus englischer Sprache ist das Wort Intimacy. Und was bedeutet das? Intimacy bedeutet, guck mal, es ist zwei Worte, Intimacy, durch mich sehe. Intimacy, durch mich sehe. Das heißt, du lebst hier zwar, aber jemand lebt in dir. Lass uns nicht so begrenzen, dass wenn wir das Wort Sex hören, weil wir müssen unsere Kinder beibringen. Weil wenn wir dem nicht erziehen, was Sex bedeutet, die Gesellschaft wird dem was sagen, was Sex ist. Ich will meinen Sohn informieren, meine Tochter informieren, ja. Ich bin vor Kamera, ich werde das tun. Ich werde das jeden Tag tun und sage ihm, was ist das? Ich kann nicht aufs gucken, dass ich kann nicht mit mir sagen, guck mal, viele Mann oder Papa oder Mama kann nicht ihr Kinder, Sohn oder Tochter küssen. Wenn du nicht deine Tochter anfängst zu küssen, jemand küsst ihn von draußen. Ja, jemand küsst ihn von draußen. Weil die verstehen nicht, was das bedeutet.
Wir mussten lernen, Liebe zu zeigen zu unseren einzigen Kindern. Weil wenn wir die nicht geben, die geht draußen zu suchen. Jeder sucht Liebe, jeder hier. Niemand wird gehen in einen Ort, wo er nicht geliebt fühlt. Niemand geht da mehr. Du gehst da nicht mehr. Wenn du fühlst, die schreien dich, die hassen dich, du gehst nicht mehr da. Aber du gehst zu einem Ort, wo du fühlst, die Menschen lieben mich. Warum sind wir Christ geworden? Jesus liebt das ganze Welt. Und Gott liebt die ganze Welt, hat was Jesus geschickt. Das heißt, es war Liebe. Das heißt, was nimmt, guck mal, jeder von uns, wir suchen nach das Wort Liebe. Aber wenn wir die nicht finden zu Hause, gehen wir draußen zu finden. Und wenn wir draußen gehen, wir finden wir nicht mehr Liebe, wir finden wir einfach, was ist der Gegenteil von Verlust? Verlust? Auf Englisch heißt Lust. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Lust. Statt Liebe bekommst du Lust. Und Lust bedeutet schlecht Verkehr. Dann, alles ist kaputt. Deswegen meine Gedanken an uns alle, junge Frauen, die unverheiratet sind. Lass keine Idioten dich losgeben. Ja. Lass keine Idioten, verkauf dich nicht so einfach. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist gesegnet. Du bist nicht normal. Du bist super normal. Du bist teuer. Jemand, der hat für dich, jemand war für dich gestorben mit deinem Leben, damit du leben kannst. Warum verkaufst du so einfach? Es zeigt, deine Augen zu öffnen und dein Leben anfangen zu leben. Gehen wir weiter. Das Wort Sex ist der einzige Prozess, bei dem zwei Menschen eins werden können. Ich kann nicht sagen, wie ist der für er? Wir machen er, ne? Er, eine Hochzeit. Ehe. Ehe-Hochzeit. Nimmst du diese Frau? Ich sage ja. Nimmst du diesen Mann? Ich sage ja. In dem Moment von dem Menschen, du bist Mann und Frau. Aber nicht 100%. Bis ihr zusammenkommt, dann sind ihr vor Gott, auch im Geheim, 100% Mann und Frau. Gehen wir weiter. In Johannes Kapitel 10, Vers 30. Was hat Jesus gesagt? Ich und der Vater sind eins. Was bedeutet das für dich? Das ist Intimität. Das ist Einigkeit. Wir sind so eins. Wir sind untrennbar. Deswegen, ich gebe euch ein Beispiel. Lieber ein Beispiel, eine Wahrheit hier. Deswegen, wenn eine Frau oder ein Mann schläft mit irgendwelchem Mann oder irgendwelcher Frau, ein Teil von dieser Frau ist deponiert in diesem Mann. Ein Teil von diesem Mann ist deponiert in dieser Frau. Deswegen, egal wie du sagst, ich bin stark, meine Vergangenheit ist weg, du erinnerst du manchmal um diesen Mann. Egal wie sag ich für die Luschen, manchmal ein komisches Gefühl kommt, du erinnerst an ihn, weil du hast einen Teil von ihm. Deswegen, Sex ist sehr gefährlich. Geschlechtsverkehr ist sehr, sehr gefährlich. Kann kaputt machen. Deswegen, manchmal, du kannst eine Frau gucken. Statt die Gesicht der Frau zu sehen, du siehst eine Ex. Aber du willst nicht die Wahrheit sagen, weil, wenn du die Wahrheit sagen, Katastrophe zu Hause. Du verbirgst das für dich. Jeder von hier, die versteht, was ich sage. Ja, ist die Wahrheit. Manchmal als eine Frau, du versuchst einen Mann zu vergleichen mit anderen Menschen. In dem Moment, du anfängst zu machen, verstehst du die falsche Erinnerung. Falsche Erinnerung, die nicht mehr da ist, versuch dir wieder zu öffnen. Warum kommt du zu Erinnerung oder zu Erinnerung? Weil du hast einen Bund schon geschlossen. Eine Eid unbewusst von dir gemacht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist jetzt Sex im körperlichen Akt. Aber meine Rede hier heute ist der geistliche Akt. Ähnlichkeit, eins zu sein. Eins zu sein. Gehen wir weiter. Wenn Sex bedeutet, eins zu werden, bedeutet das, dass Sex der einzige Weg ist, zu verstehen, was
Heiligkeit wirklich bedeutet. Heiligkeit. Wer sagt immer, Gott ist heilig? Weißt du, was du sagst überhaupt? Heute wird meine Musik, was so perfekt passt, gut, heilig, heilig. Das werden die Menschen sagen bald. Weißt du, was das bedeutet? Heilig heißt nicht, ich muss keine Hose tragen, ich muss nur Rock anziehen. Das ist keine Heiligkeit. Heilig bedeutet nicht, ich muss meine Haare decken, ich bin heilig. Nein, das ist nur eine Show. Heilig bedeutet nicht, ich muss nicht mich Farben machen, ich muss nicht meine Lippen machen. Nein. Heilig bedeutet nicht, ich muss keine Ohrringe haben. Viele Menschen sagen, nein, du darfst keine Ohrringe machen. Das ist keine Heiligkeit. Das ist Religion. Das ist Religion. Heiligkeit. Guck mal, Gott hat gesagt, ich bin heilig. Weißt du warum? Heiligkeit bedeutet, deine Seele, dein Geist, dein Körper sind eins, nicht ungetrennt. Du bist eins. Das Wort heilig bedeutet eins. Das Wort heilig bedeutet eins. Uno. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Du bist nicht geteilt. Du bist eins. Geh weiter. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Was steht da? Lass uns reden zusammen. Genau das, mein Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein. Der Vater, was bedeutet, was meint er? Heißt es, bedeutet, heilig bedeutet, hier, Gott, ihr sollt heilig sein, bedeutet, ich muss nicht mehr sünden? Nein, es redet nicht über Sünden hier. Eins zu sein. In deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele, eins. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, eins zu sein. Und? Denn ich bin was? Heilig. Ich bin was? Heilig. Gehen wir weiter. Heilig bedeutet das. Wer kann mehr das lesen? Bedeutet, dass mein Körper, meine Seele, mein Geist eins sind und sie sind nicht getrennt. Was ist heilig? Meine Seele und mein Geist sind eins. Ich bin nicht verteilt. Viele Menschen, die Gedanken ist in Italien, in Italien, die Körper ist in Germany. Wie schaffst du, ein erfolgreiches Leben zu führen? Du bist nicht mehr heilig. Heilig zu sein bedeutet, du bist eins. In Körper, in Seele, auch in Geist. Heilig heißt nicht, du darfst nicht mehr schminken. Nein, das ist keine Heiligkeit, das ist Religion. Heilig bedeutet nicht, ich kann nicht mehr Hose tragen. Es gibt Leute, die glauben, wenn du Hose trägst, du bist nicht mehr heilig. Das ist nicht heilig zu sein. Du musst verstehen, was heilig bedeutet. Und das Wort heilig, Sex, Gott, sind eins. Du musst das Content verstehen. Es ist ein Content, du musst das verstehen. Ich hoffe, die Menschen konnten mich verstehen. Nicht alle können das akzeptieren. Viele Kopf wird zerbasten, zerbrochen, aber ich muss sagen, was der Herr mein Herz getan und gebracht. Lass uns weitergehen. Sex ist ein Prozess, um zu wissen, wer Gott ist und ihn anzubeten. Wenn du, die verheirateten Leute hier, wenn du sagst, zu dir selbst, ich kenne meine Frau nicht. Und eine Frau wiederhole, ich kenne meinen Mann nicht. Ihr seid schon getrennt. Ja. Das heißt, es wird sehr schwer, eine feste Beziehung mit Gott zu haben. Wenn du kann nicht eine Beziehung führen mit den Menschen, die du siehst. Wie kannst du eine Beziehung führen mit dem Mann oder Menschen, die du kann nicht sehen? Du schaffst das nicht. Es ist schwer. Du siehst mich, du schaffst nicht, die Beziehung mit mir zu führen. Wie kannst du mit einem Gott, du wirst ihn nie sehen in den Augen. Wenn du nur siehst, du siehst nur Engel. Nur Engel siehst du, kann ihn nicht sehen. Hunger siehst du, siehst nur Engel. Wenn er das zulässt, du siehst Engel, nicht Menschen, nicht Gott.
Lass uns weitergehen. 2. Mose 34, Vers 14. Vielleicht viele Leute erwarten etwas anders über Sex. Nein, das ist Sex. Das ist, was Sex bedeutet. Das ist, was Sex bedeutet. Was sie Mose gesagt? Bittet keine andere was? Gott an. Denn ich, der Herr, duldet keine was? Neben was? Mir. Ihr solltet mir allein gehören. Deswegen hat Gott gemacht, ein Mann, eine Frau. Deswegen hat Gott gemacht, ein Mann, eine Frau. Wenn eine Frau 2 Männer, 5 Männer haben, du bist nicht mehr eine Frau, du bist ein Tier geworden. Tut mir leid. Wenn ein Mann hat 6 Frauen, du bist nicht mehr ein Mann, du bist jetzt ein Biest geworden. Bestie geworden. Lass uns innerlich anpassen. Weil, guck mal, Sex ist körperlich, aber ist auf Englisch sagt man, engineered through the spirit. Ist geistlich gesteuert. Du machst was mit deinem Körper, aber dein Geist fühlt was anderes. Du machst was zwar mit deinem Körper, aber dein Geist ist in anderer Dimension. Ist in anderer Dimension. Deswegen als junge Frau, meine ganze junge Frau hier, bitte, lass nicht irgendwelche Idioten dir näher kommen. Verschenk nicht das Präzios, diese wertvolle Gabe, die der Herr dir geben. Wenn du hier bist, du musst verstehen, Sex heißt nicht nur Geschlechtsverkehr, es ist mehr. Es ist eins zu sein, untrennbar. Es ist wie ein Zement. Was macht Zement? Zement hält was zusammen. Das ist Sex. Sex ist ein Zement, die packt alles zusammen. Lass uns weitergehen. Sex wurde, aufpassen Leute, für einen Mann und eine Frau gemacht. Nicht für was? Junge und Mädchen. Kapitel, Leute. Sex wurde für einen Mann, habt ihr eben gelesen, ein Mann wird Vater und was? Mutter verlassen und ging, wird eins mit seiner Frau. Das heißt, Sex ist nicht für Jungen oder Mädchen, ist für einen Mann und eine Frau. Das muss ihr haben in unserer Innersten. Das muss ihr tragen jeden Tag. Das muss ihr verstehen. Diese Bindung. Lass uns weitergehen. Sex ist was? Lass uns das laut sagen, bitte. Ein Geschenk. Lass uns laut sagen. Lass uns laut sagen. Ein Geschenk. Sex ist was? Ein Geschenk. Sex ist was? Ein Geschenk. Dass Gott die Menschheit im Rahmen. Im Rahmen. Nicht nur einfach ein Geschenk, aber es gibt erstmal eine Voraussetzung. Der Ehe. Was er gesagt? Der Ehe gegeben hat. Das muss klar werden für jeder junge Menschen hier. Das muss eine klar definiert werden. Weitergehen. Sex ist was? Gut. Und nicht? Schlecht. Es ist gut. Es ist gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es ist sehr, sehr gut. Vielleicht müssen wir sagen, was predigt Pastor Leo da? Was predigt? Ich predige nicht von Menschen, mir so gefallen. Ich habe viele junge Leute hier. Wenn ich dem nicht jetzt anfange zu sagen, die werden falsche Informationen haben. Es geht mir nicht um den Menschen draußen, es geht mir um den Menschen hier. Ich bin nicht, guck mal, ich bin nicht Jesus, ich bin nicht von der Welt gekommen zu sterben. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist Jesus' Aufgabe.
Ich bin hier, die Menschen, die ich hier sehe und unterstützen. Wie kann ich das machen, indem ich der Wahrheit einfach weitergebe? Gebe weiter. Und willkommen unter dem Schirm. Wir sollen aufstehen.